Ich darf unter uns Herrn Dr. Gunther Weimann begrüßen. Herr Weimann ist Lehrer, Fortbildner, Berater und Autor von mehreren Lehr- und Lernmaterialien und vor allem Redakteur für den Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Und heute wird es sich oder heute wird er uns ein ganz neues, innovatives Konzept vorstellen für die. Also dieses Konzept ist eigentlich auf die besonderen Bedürfnisse von Lernenden ausgerichtet und das Ganze wird am Beispiel vom Lehrwerk Studio Express präsentiert. Und ich bin ganz gespannt, wie so ein innovatives Konzept ausschaut. Und ich möchte alle ermutigen, auch Fragen zu stellen. Also unser Chat ist offen und Sie dürfen natürlich auch Fragen während des Vortrags stellen und die Fragen werden dann am Ende beantwortet. Na? Also Herr Weimann, Sie haben das Wort und ich bin ganz gespannt. Ja, vielen Dank. Schön, dass so viele da sind. Ich begrüße Sie aus Berlin und möchte Ihnen heute über das Lehrwerk Studio und Studio Express etwas erzählen. So. Jetzt gibt es doch ein Problem mit dem Klicken hier. Moment. So. Ja, ich möchte es in zwei Teilen. Einmal geht es um den Aufbau und Ziele des Lehrwerks und dann speziell möchte ich auf einen Punkt eingehen, wie die Fertigkeit Sprechen in Studio Express entwickelt wird. Neues Lehrwerk, fragen sich immer viele, was erwarten Sie eigentlich von einem DAF-Lehrwerk? Wenn Sie ganz kurz mal überlegen, was sind eigentlich die wichtigsten Merkmale für ein Lehrwerk? Und ich nehme an, Sie würden alle mir zustimmen, wenn ich die folgenden Punkte aufführe. Also didaktische und inhaltliche Aktualität, wenn alle sagen, nein, natürlich. Wobei die Frage ist, was heißt eigentlich didaktische Aktualität? Dazu komme ich noch ein bisschen in den Beitrag. Dann natürlich Attraktivität und Transparenz. Viele Lernende lernen Deutsch in Umgebungen, die nicht immer so optimal sind. So das Lehrwerk ist oft ein Fenster in den deutschsprachigen Raum. Aber Transparenz natürlich ein klarer Aufbau. Klare Strukturierungen sind wichtig. Natürlich die Orientierung am gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und Profile Deutsch. In der Präsentation davor war das ein wichtiges Thema. Natürlich auch DAF, wofür steht DAF? Früher, vor 10 Jahren, hätte man denken können, DAF steht für Deutsch als Freizeitsprache. Das hat sich stark verändert. Wir wissen, dass die Lernenden Deutsch lernen für den Alltag, fürs Studium und für ihren Beruf. Natürlich erwartet man ein breit gefächertes Angebot an Texten, und zwar an realen Texten. Und die gezielte Vermittlung von Wortschatz, Redemitteln und natürlich auch Grammatik. Ein umfangreiches Übungsangebot. Wenn ich Präsentationen mache, wird oft kritisiert, nicht genug Übungsmaterial. Dabei stellt sich die Frage, und Übungen nach den sinnvollen Ü und Übungen, die sozusagen nachhaltig erfolgreich sind. Und zum Schluss vielleicht noch systematische Vorbereitung auf Prüfungen. Die Lernenden lernen ja auch Deutsch, weil sie zum Beispiel das Zertifikat Deutsch bestehen wollen. Also muss ein Lehrwerk auch die Lernenden erfolgreich zur Prüfung hinführen. So, was wünscht man sich von einem Kompaktkurs? In vielen Ländern ist ja, wenn man in Städten wie Jakarta oder Tokio oder Shanghai ist, wissen wir, dass der Weg zum Kursort sehr weit ist und dass die Lerner auch wünschen, dass sie schneller zum Ziel kommen können. Und deswegen haben wir ein Lehrwerk entwickelt, das in circa 300 Stunden bearbeitet werden kann. Also von A1 bis B1, je Niveaustufe, circa 100 Unterrichtseinheiten. Natürlich bereitet es auch die gängigen Teste und Prüfungen vor vom Goethe-Institut und TELC. Und das Lehrwerk ist verfügbar sowohl in Gesamtbänden, in Teilbänden, aber auch kann man das Kursbuch von A1 bis B1 bekommen und auch das Übungsbuch A1 bis B1. Die Audiomaterialien kann man herunterladen. Die Zielgruppe ist natürlich, in einem Kompaktkurs gehen wir natürlich davon aus, dass es lerngewohnte Lernende sind. Die
bereits eine oder mehrere Sprachen bereits gelernt haben, die auch hoch motiviert sind, die medienaffin sind und Sie sehen es von den Covern, die auch mobil sind. Also eher jüngere Lernende werden angesprochen. Es ist sicherlich kein Lehrwerk für Integrationskurse, wie sie zurzeit in Deutschland stattfinden. So. Studio Express baut ja auf Studio 21 auf und ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Lehrwerk kennt. Es ist ein sehr erfolgreiches Lehrwerk und der Aufbau bleibt im Prinzip sehr gleich. Die Band A1 startet auf Deutsch, also eine Aufwärmungs- und Phase, dann 12 Einheiten. Der Band A2 hat auch 12 Einheiten, der Band B1 dann 10. Die Anzahl der Seiten, wenn man den Kurs auf nur 100 Stunden pro Niveaustufe reduzieren möchte, normalerweise brauchen Lernende 120 bis 150 Stunden, haben wir 6 Kursbuchs und Seiten statt 8 und 4 Arbeitsbuchs und Seiten auch statt 8. Zusätzlich gibt es aber pro Einheit 30 interaktive Online-Übungen zu jeder Einheit. Ja, das sind die formalen Aspekte. So, was bleibt, ist natürlich die Orientierung, das nannte ich schon, die Orientierung am Referenz- und Rahmen, Deutsch lernen für Studium, Beruf und Alltag, Angebote zum mediengestützten und Lernen, natürlich auch Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse aus der fremdsprachigen Erwerbsforschung, Aussprachetraining von Anfang an, in jeder Einheit, das gehört heute auch zu den Standards natürlich. Und natürlich auch eine aktuelle Landeskunde mit interkultureller Perspektive, dass dabei die Grammatik mit Handlungsbezug eingeführt wird oder es eine zyklische Grammatikvermittlung gibt, versteht sich von selbst. Dass auch die Kompetenz- und Aufgabenorientierung im Mittelpunkt steht, ist auch, denke ich, heute selbstverständlich. So, wichtig ist natürlich, wir glauben, dass es ein sehr attraktives Lehrwerk ist mit einer ansprechenden grafischen Gestaltung. Wir wissen, wie wichtig Motivation für den Lernerfolg ist und wir hoffen natürlich auch, dass das Lehrwerk attraktiv ist, dass die Lernenden dann gerne auch in dem Lehrwerk blättern, dass sie natürlich auch durch die Bilder etc. auch viele Informationen über DACH erhalten. Und dann ist immer die Frage, was wird gestrichen auch von Studio 21? Das ist zum einen die Spiele, die sind jetzt, befinden sich in den Handreichungen, also für die Lehrenden nach wie vor verfügbar, die dann überlegen können, ob und welche Spiele sie im Unterricht dann einsetzen wollen. Geschlossene Übungen. Es finden sich im Lehrwerk keine geschlossenen Übungen mehr oder praktisch und keine dafür gibt es geschlossene Übungen in den Online-Bereich. Und es gibt zusätzliche Lesetexte, auch wiederum im Online-Bereich. Dazu komme ich noch. Ja, die interaktiven Online-Übungen sind ein integraler Bestandteil. Die ermöglichen auch ein personalisiertes Training, ermöglichen den Lernenden auch zu überlegen, wo und wann sie Deutsch lernen wollen. Sitzen Sie im Café, können Sie Ihr Notebook, Ihren Laptop, Ihr Tablet, Ihren Smartphone herausnehmen und einige Minuten lang auf Deutsch und lernen. Ja. So, und natürlich sprechen wir heute, der Lehrwerksverbund ist immer muss hier sehr, sehr kompakt sein. Also wir müssen uns genau überlegen, was die Lernenden brauchen, weiterzukommen. Wir wissen heute, Hermann Funk hat schon vor vielen, vielen Jahren, er ist übrigens auch Autor zusammen mit Frau Kuhn, des Lehrwerks hat mal provokant die Frage gestellt, folgt das Lehrwerk dem Sprachlabor in die didaktische Rumpelkammer? Damals verneinte er noch diese Frage und meinte, das Lehrwerk ist weiterhin, also das Printlehrwerk,
Ankermedien im Unterricht. Wir merken aber, dass wir schon uns in einer Umbruchphase befinden. Nach wie vor finden natürlich die meisten Kurse mit, in Anführungszeichen, traditionellen Lehrwerken statt. Aber wie David Gelernter, Professor in Princeton, mal feststellt, oder Yale, wir befinden uns in einer Übergangsphase von der Spätzeit des Drucks, also Late Age of Print, zur posttypografischen Gesellschaft. Geht man in einen Unterrichtsraum, alle haben natürlich ihre Smartphones dabei. In vielen Unterrichtsräumen befindet sich ein Beamer heutzutage. Und wir wissen, dass der Unterricht heute also face-to-face stattfindet, aber das eine Wand im Klassenzimmer ist sozusagen durchlässig für das Internet. So, und Cornelsen, wie auch andere Verlage auch, bietet natürlich auch eine Lernplattform an. Bei Cornelsen heißt diese Skook, skook.de, das ist ein schönes Wort aus School und Book. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen diese kennt, aber Sie sehen, hier bin ich, ich habe jetzt nur einen Screenshot, ich bin hier angemeldet. Das ist sozusagen, wenn der skook.de ist, das die Ansicht, die Sie dann bekommen. Hier rechts ist eine Möglichkeit, wo Sie einen Code eingeben können. Und im Studio 21 und anderen Lehrwerken, dafür befindet sich auf der Seite 1 immer ein Code. Sie sehen den Code hier und können dann einen Buchcode zum Lehrwerk eingeben und nicht nur die Lehrenden, sondern auch die Lernenden und haben dann das Lehrwerk verfügbar auf Ihrem Tablet, auf Ihrem Notebook. Das ist jetzt mein virtuelles Bücherregal oder die virtuellen Bücherregale. Sie sehen Lehrwerke, die ich jetzt sozusagen auf Scoop benutzen kann. Sie sehen Studio Express, Sie sehen auch andere Lehrwerke, die beim Cornelsen Verlag verfügbar sind, wie Panorama Studio 21 oder Prima, ein Lehrwerk für Jugendliche. So, alle Lehrenden, alle Lernenden können also die Bücher, wenn sie sie gekauft haben, dann herunter und laden. Ach, Entschuldigung, falsch geklickt hier. So, Sie sehen dann natürlich die übliche Anwendung, wenn Sie mit Whiteboard, mit digitalen Smartboards arbeiten, bekommen Sie eine Ansicht, eine Doppelseite. Sie haben oben gewisse Tools, mit denen, wenn Sie keine Whiteboard haben, mit denen Sie am Beamer trotzdem arbeiten können, zum Unterstreichen, zum Markieren etc. Unten sehen Sie eine Möglichkeit, sehr schnell und praktisch sich im Buch zu orientieren. Und rechts sind alle zusätzlichen Medien, die integriert werden. Das sind die Handreichungen, es sind die Audios, es sind Lösungen und Tests, die alle dann integriert sind. Wenn Sie selbst zusätzliche Übungen haben, auch diese können dann in Scoop verlinkt werden. Sie können einen YouTube-Clip verlinken, sodass Sie alle Materialien zur Hand haben. Sie können sich auch als Lehrkraft, Sie können sich auch Notizen machen. Wenn Sie dann mehrfach mit dem Buch arbeiten, dann Hinweise, was vielleicht beim letzten Mal nicht so gut funktioniert oder was gut funktioniert hat, etc. Oder wenn Sie Co-Teaching machen, Notizen Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen dann auch schicken. Es gibt natürlich, und das wissen Sie alle, ein stufenloses und Zoomen. Sie sehen hier, die Bilder sind relativ klein. Auf diese kann man dann natürlich dann zoomen, sodass sie sehr groß dann dargestellt werden und so, dass dann Arbeit mit Bildern viel interessanter wird. Wir lernen darüber hinaus, gibt es natürlich, was ich schon vorhin sagte, auf der Cornelsen-Seite interaktive Übungen zur Wortschatz und Grammatik, die wir lernen, herunter und laden und können. Sie sehen auch, dass Sie die Audios herunter und laden können. Es gibt Lösungen, es gibt Einstufungstests etc. Also eine Fülle von Materialien zu dem Lehrwerk. So sehen
So sehen die interaktiven Übungen aus. Wie ich schon sagte, es sind circa 30 pro Einheit. Sie dienen vor allem dem Üben, Festigen und Vertiefen. Es sind natürlich auch sofort, wo man auch eine Rückmeldung bekommt mit den Lösungen. Vorteil ist, besonders bei Grammatikübungen kann ich die Übungen nach einigen Tagen nochmal dann wiederholen. Das ist ein Vorteil gegenüber einem Arbeitsheft, wo dann die Lösungen drinstehen. Und ich kann auch mal sehen, ob ich das eigentlich noch kann. So, das ist jetzt sozusagen war eine Einführung grob in die Bestandteile des Lehrwerks. Mit den Medien kann natürlich die Kursleiterin, der Kursleiter mit Hilfe von Scoop die nächste Stunde planen. Man kann dann im Auto und sitzen, im Lehrer- und Zimmer, im Café und dann schnell überlegen, was will ich eigentlich in der kommenden Stunde, in der kommenden Unterrichtseinheit machen. Während des Unterrichts natürlich Arbeit mit dem Lehrmittel und den Medien. Da findet weiterhin Präsentation bedeutungsvoller Inhalte statt, natürlich aktives Sprachhandeln der Lernenden und so weiter. Und nach dem Unterricht natürlich das selbstgesteuerte Lernen der Kursteilnehmer mit Notebook oder Tablet. Also so stellen wir uns die Szenarien vor. Ich möchte jetzt hier nochmal kurz auf das Thema Sprechen im DAF-Unterricht eingehen. Und wenn Sie sich überlegen, am schwersten war oder ist für mich beim Sprechen einer Fremdsprache, ja, was ist das Schwerste? Für mich jetzt schon als immer versuche immer wieder ein bisschen Spanisch zu lernen, dass ich oft eine Schwierigkeit habe, dass ich das, was ich gefragt werde, nicht richtig verstanden habe. Also mein Hörverstehen ist nicht besonders gut, sodass sozusagen im dialogischen Sprechen ich oft meinen Gegenüber nicht so gut verstehe. Viele meiner Kursteilnehmer haben Probleme mit dem Sprechen auf Deutsch, weil, ja, warum haben sie Probleme? Oft, also als ich unterrichtet habe, bin ich in den Unterricht gegangen und dachte manchmal, es würde jetzt eine interessante Stunde geben, die Lernenden würden sehr viel und sagen, es wird abwechslungsreich sein. Und dann war die Stunde doch nicht so abwechslungsreich, wie ich das gedacht habe. Woran hat es gelegen? War das Thema nicht interessant genug? Waren die Vorbereitungen zum aktiven Sprechen nicht gut genug gewesen? Wussten die, oder hatten die Lernenden einfach gar keine Lust, etwas zu dem Thema zu sagen? Also es gibt viele Gründe, weshalb manchmal das Sprechen nicht immer so gut im Unterricht läuft, wie man sich das wünscht. So, und wenn wir von Sprechen sprechen, wovon sprechen wir immer? Der Referenz- und Rahmen spricht ja einmal vom zusammenhängenden und Sprechen, also im Monolog oder eine Rede vor Publikum, was ich jetzt zum Beispiel mache, und die Fähigkeit, an Gesprächen teilzunehmen, wobei hier dieses Hörverstehen und die Sprechkompetenz eng miteinander verknüpft sind. Und deswegen kann man sagen, wir haben ein schönes Zitat von Heide Schatz gefunden, Fertigkeit Sprechen in der Fortbildungsreihe vom Goethe-Institut der Gesamthochschule Kassel und damals und dem Deutschen Institut Fern- und Studien, das 2006 erst erschienen ist. Die Entwicklung der Fertigkeit Sprechen kann mit dem Aufbau eines Hauses verglichen werden. Ja, wir brauchen Materialien und Fertigteile, aber auch Mittel für die Montage dieser Einzelteile zu einem Ganzen. Fand ich ein sehr schönes Bild. Und wenn wir von Sprechen gehen, gehört auch immer die Kompetenz Hören dazu. Und Hören im Studio wird natürlich bietet einen systematischen Aufbau der Hörkompetenz. Es gibt vielfältige Hörübungen in jeder Einheit, in denen vom globalen bis zu genauem Hören das Hörverständnis trainiert wird. Und eine besondere Rolle beim Aufbau der Hörkompetenz spielen auch die phonetischen und intonatorischen Hörübungen. Wir wissen ja, dass früher Fremdsprachen eher schriftorientiert gelernt und gelehrt wurden. Ja, neue Wörter wurden geschrieben, Fragen zu Texten wurden schriftlich beantwortet, Grammatikübungen wurden schriftlich erledigt. So, wir haben jetzt, möchte einige Übungsformate zeigen, es einmal Hören und Sprechen, also zur Intonation und Rhythmus. Es gibt eine ganze Reihe im Übungsteil,
sozusagen segmentiert sprechen, dass die Lernenden nochmal üben, hier zum Beispiel ja Deutsch auf Deutsch, wie heißt das auf Deutsch? Sozusagen, dass die Lernenden auch immer sozusagen von ein Wort oder von mehreren Wörtern einen Satz dann rückwärts aufbauen. Bitte? Wie bitte? Entschuldigung, wie bitte? Ja, anschreiben, bitte anschreiben. Können Sie das bitte anders schreiben? Dass dadurch Hören, Intonation und Rhythmus geübt werden. Intonation und Grammatik. Grammatik lernt man auch durch Hören. Auch diese Übung hier zum Beispiel, Christina muss aufstehen. Christina muss um 7:30 Uhr aufstehen. Christina muss jeden Morgen um 7:30 Uhr aufstehen. Sie merken natürlich sofort, worum es unter anderem geht. Und zwar Verb zweite Position und Endposition. So, was ja für viele Lernende recht ungewöhnlich ist. Man kann die Regel mehrfach lesen, trotzdem für den aktiven Sprachgebrauch bleibt es oft ein Problem. Wie übt man das? Eine Methode ist durch diese Übungen flüssig ohne Sprechen, wo immer der Mund ist, sozusagen, dass die Lernenden durch diese Nachsprechübungen ein Gefühl für die Abfolge der Mittel im Satz bekommen. Sie kann lesen, sie kann ein Buch lesen. Sie kann am Abend ein Buch lesen. Es gibt auch sozusagen Emotionen aussprechen, also nicht, ja, wie hier, das stört mich gar nicht. Das ist ein bisschen nervig. Das macht mich verrückt. Sozusagen hören Sie sprechen nach, sozusagen ein Gefühl auch sozusagen für die emotionalen Aspekte der Sprache zu bekommen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass ein Italiener hat mal festgestellt, oder für ihn kam es so vor, Deutsch sei eine gebellte Sprache. So, wir, die in diesem Gebiet auch arbeiten, finden das natürlich nicht. Trotzdem ist es wichtig, glaube ich, sozusagen für diese Aspekte bei den Lernenden ein Gefühl zu entwickeln, auch die Emotionen. Bringe ich zu dem Aspekt, dass diese Übungen, die natürlich nicht nur dazu, um Phonetik, Intonation, Sprachrhythmus zu üben, sondern gleichzeitig wird durch diese Übungen Grammatik bzw. Wortschatz geübt. Ebenso wie man ein Schriftbild eines Wortes oder eine grammatische Struktur merken kann, kann man sich auch das Klangbild eines Wortes oder einer grammatischen Struktur merken. Man spricht in diesem Zusammenhang oft vom phonologischen Speicher, das englische Wort war der Phonological Loop, dass wir sozusagen, wenn ich manchmal ein altes Lied höre, dann erinnert man sich auch an den Text oder Teile des Textes. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Formen des Gedächtnisses. Es gibt ein räumliches Gedächtnis, man liest in einem Buch und weiß, wenn man es sucht, so ungefähr, wo das noch war. Es gibt ein prozedural-motorisches Gedächtnis. Manchmal, wenn ich am Geldautomaten stehe, mir fällt meine PIN-Nummer nicht ein. Man guckt sich dann das Tastenfeld an und man weiß auf einmal, wie die Finger sich bewegen müssen, um die Geheimzahl einzugeben. So ist es auch mit Lernen, Wörter und Lernen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass durch den Klang der Sprache, durch dieses Nachsprechen, Grammatik und Wortschatz auch mit geübt werden, ohne dass wir den Zeigefinger erheben und sagen, hier lernen wir Grammatik. Der nächste Aspekt im Sprechen lernen ist natürlich Wortschatz. Ja, viele lernen, können nicht sagen, weil ihnen die Wörter, die sie bräuchten und die Redemittel in dem Moment nicht einfallen. So, und deswegen mal dieser schöne Satz, wenn wir ins Ausland fahren, nehmen wir keine Grammatik, sondern ein Wörterbuch mit. Stimmt eigentlich heute auch nicht mehr, also ich nehme kein Wörterbuch mehr mit, aber man nimmt sein Smartphone mit und hat vielleicht Google Translate drauf und benutzt das. Aber eine Grammatik nehmen wir in der Regel nicht mit. Wir wissen, dass vor allem auf den Niveaustufen A1, A2, B1 das Wörterlernen eigentlich im Mittelpunkt steht.
Wie viele Wörter müssen wir denn lernen, um bis zur Niveaustufe B1 zu kommen? Ich glaube, niemand weiß das so genau. Man schätzt, circa 2000 Wörter werden von A1 bis B1 eingeführt, dann durch die Komposite etc., dass die Lernenden über einen Wortschatz, produktiv und rezeptiv, um circa 4000 Wörter verfügen. Dabei stellt sich natürlich auch immer die Frage, wie oft muss ich ein Wort sehen, hören, lesen, schreiben, bis ich es kann, also bis ich diese 2000 Wörter kann. Ja, früher ist man von relativ wenig mal ausgegangen. Heute, glaube ich, sagt Herr Tschirner, man muss ein Wort zwischen 20 und 30 Mal sehen, hören, sprechen und lesen und schreiben, bis man es kann. So, deswegen ist es sehr wichtig, das Angebot von Wortfeldern werden in StudiExpress natürlich nach dem Referenzrahmen und Profile Deutsch dann anderen geboten. Besonders wichtig ist, dass der Wortschatz ebenso wie die Grammatik schnell zu sprachlicher Handlungskompetenz führt. Also es genügt nicht einfach nur ein Wort einmal zu erlesen, sondern die Lernenden müssen mit den Wörtern auch was tun. Ja, sie müssen sprechen, sie müssen die Wörter in den Mund nehmen. Und natürlich wird der neue Wortschatz im Studio Express im Kontext eingeführt. Also Texte, Situationen, thematische Zusammenhänge. Das erleichtert das Verstehen und fördert die Bildung assoziativer Verbindungen innerhalb des Wortschatzes. Nochmal, 2000 Wörter lernen bis zu B1, das erfordert Zeit und auch die richtigen Strategien. Wichtig im Studio Express ist, was wir nur inzidentelles oder beiläufiges Wörter lernen und nennen auch den Auftakt und Seiten. Gibt es immer die Bildleisten. Sie sehen hier aus dem Band B1 geht es um Schule und Lernen, aber die Wörter werden nicht isoliert dann gebracht, sondern auf dem Schulhof, ja, im Lehrer- und Zimmer, in der Sporthalle trainieren, also in Chance als Redemittel angeboten. Es steht hier nicht einfach das Zeugnis, die Zeugnisse, sondern wichtig ist, ein Zeugnis bekommen, Nachhilfe geben. Ja, einen Klassenausflug machen, am Elternabend teilnehmen. Also das ist sozusagen, wie die Lernenden die Wörter lernen sollen und können. Natürlich wird in StudiExpress wird großer Wert auf Wortverbindungen gelegt. Sie haben zu Beginn gehört, wie ich eingeführt wurde, wurde gesagt, ist was für ein Vortrag sollte Sie erwarten? Natürlich spannend. Ein Vortrag kann nur in diesem Rahmen spannend sein. Und wenn der Nachrichtensprecher sagt, die Opposition fordert eine Aufklärung, Sie wissen dann sofort, was für eine Aufklärung die Opposition fordert, und zwar eine lückenlose. Was anderes ist in der Abendschau kaum zu erwarten. Es wird niemals gesagt werden, die Opposition fordert eine Aufklärung. Sie sehen hier also verschiedene sagen, ja, Augen und Ohren öffnen, ja, das Bein anwinkeln, den Arm heben und so weiter. So. Wörter immer in Verbindungen und lernen. So. Und dafür brauchen die Lernenden natürlich viel Übungsmaterial, viel Übungsmöglichkeiten, um das zu tun. Natürlich spielt auch Visualisierung eine Rolle und Lernstrategien zum Verstehen und Ordnen und Lernen von Wörtern spielt nach wie vor eine Rolle. Ich habe jetzt eben gerade einen Spanischkurs gemacht und es war wirklich erstaunlich, dass die meisten Kursteilnehmer nach wie vor ihre neuen Wörter in Listen festhalten. Lernkarten, wie wir sie immer empfehlen oder wie alle Verlage das schon seit Jahren oder vielleicht schon seit Jahrzehnten tun, scheint noch immer nicht wirklich bei den Lernenden anzukommen. Das heißt, wie können wir effektiv lernen? Wir müssen mit der Ressource Zeit, also die Verlage mit der Ressource ihrer Zeit als Lehrende, und wir müssen aber auch mit der Ressource Zeit der Lernenden sparsam und effektiv umgehen. Das heißt, durch das Anwenden von Lernstrategien, können wir hoffen, dass die Zeit, die sie zur Verfügung haben zum Lernen von Wörtern zum Beispiel, sie effektiv nutzen können, um maximale Effekte zu erzielen.
Offene Wortschatzarbeit auch extrem wichtig, denn jeder Lernende hat andere Bedürfnisse, Wörter, die ihm wichtig sind. Also auch das Thema dadurch, sozusagen eine Personalisierung stattfinden kann, gibt es in Studio Express ganz viele Vorschläge für offene Wortschatzarbeit. Also hier sieht man, sammeln Sie Wörter zum Thema Lebensmittel in einem Wörternetz. Es hängt dann ab, aus welcher Kultur ich komme, aus welcher Region, was mir wichtig ist, ob ich glaube, dass gewisse Gemüsesorten wichtig sind oder nicht. Das entscheide ich letztlich ich als Lernender. Fazit. So, wir glauben, dass es natürlich wichtig ist, dass durch Wörterlernen in Chance, Redemittel etc., dass dadurch kognitive Energie eingespart wird und dadurch das Arbeitsgedächtnis entlastet wird. Wenn wir sprechen und wir vieles, kommen ja einfach die Chance hoch. So, und lernen müssen ganz gro viele, eine große Menge an bewusst wahrnehmbaren Routineformen angeboten und werden. Die Lerner brauchen viele bewusstmachende Übungen und Wiederholungen, damit sie eben ihren Wortschatz sukzessive ausbauen und erweitern können. Und Studio Express versucht das effektiv zu tun. So, wir hatten jetzt sozusagen die Aspekte zum Sprechen, einmal hören, einmal Wortschatz aufbauen. Der nächste Aspekt ist das Thema Automatisierung. Also wenn wir uns die vier Lernfelder in einem Unterricht zurück, dann also dass bedeutungsvolle Inhalte eingeführt werden im Lehrwerk durch Texte, durch Bilder, durch Hörmaterial und dass diese bedeutungsvolle Inhalte zum aktiven Sprachhandeln der Lernenden führen soll, dass gleichzeitig das Lernfeld Fokus auf Form, also Grammatik, Wortschatz, Phonetik und das vierte Lernfeld Automatisierung und Flüssigkeit, also die Frage, wieso können Lernende überhaupt trotz der Vielzahl von zu beachtenden Regeln flüssig und schnell sprechen? Ja, die Antwort ist natürlich, weil der mündliche Produktionsprozess weitgehend ein automatischer Abruf von Sprachwissen ist und nur ausnahmsweise ein kognitiv-analytischer produktiver Prozess ist. Und deswegen bieten wir in Studio 21 bzw. in Studio Express eine ganze Reihe von Automatisierungsübungen an. Sie sehen es hier an den zwei Rädchen, die ineinander greifen. Ja, das sind Übungen zur Entwicklung sprachlicher Flüssigkeit. Strukturen, Redemittel, verstehen, verwenden, automatisieren. Der Fokus auf die Formen und die Verstehen sichert noch nicht den flüssigen Gebrauch in der gesprochenen Sprache. Automatisierungsübungen helfen, neue Sprachmuster auch auditiv zu memorisieren. Also die Frage, möchten Sie Kaffee oder Tee? Nein, lieber Kaffee. Möchten Sie Cola oder Saft? Möchten Sie Rotwein oder Weißwein? Möchten Sie Cappuccino oder Kaffee? Ja, magst du Pizza? Magst du Cola? Magst du Deutsch? Und so weiter. Also hochfrequente und Redemittel, die dann in Partnerarbeit geübt werden, sodass die Lernenden die Möglichkeit bekommen, diese Redemittel, diese Chunks in relativ kurzer Zeit häufiger in den Mund zu nehmen, zu sprechen, zu hören, zu antworten. Ja, was tragen Sie gern? Ja, ich könnte sagen, ich trage gern dunkelblaue und Sakkos, blaue Hemden und das können Sie nicht sehen, blaue Hosen. Ja, ich trage gern weiße Röcke und blaue Hemden. Sie merken auch hier, worum es geht oder zum Teil, worum es geht. Es geht einmal um Wortschatz, Kleidung, es geht um Wortschatzfarben. Es geht aber auch um die Additivdeklination. So, hier geht es nicht darum, dass man immer Fehler macht, dass die Lernenden überlegen müssen, heißt es der Rock, heißt es ein weißer Rock, sondern dass sozusagen hier eine Erfolgsorientierung ist. Ich sage, was ich werde einmal gefragt und die Lernenden können sagen, was sie gern tragen oder eben nicht. Und Erwin Schirner hat 2001 mal sehr schön geschrieben, grammatische Kompetenz lässt sich nicht dadurch erwerben, dass man grammatische Regeln lernt, anwendet und durch Üben automatisiert. Die systemlinguistischen Regeln sind grundverschieden von den mentalen und Regeln,
die zu wohlgeformter gesprochener Sprache führen. Es gibt keinen direkten Weg von metasprachlichem grammatischem Regelwissen zu grammatischer Kompetenz. Ja? Sprechen lernt man nicht durch Regeln lernen. Sprechen lernt man, wie Hermann Funk immer wieder betont, durch Sprechen. Dazu dienen die Automatisierungsübungen einen großen Beitrag. Auch hier aus B1, ja, hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Hast du Lust, Fahrrad zu fahren? Und so weiter. Häufig wiederholen, eine Struktur in den Mund zu nehmen. Sie sehen, und Sie merken natürlich auch sofort, es geht um, auch grammatisch gesehen, um Infinitiv plus zu. Es gibt unterschiedliche Formen, Autogrammjagd, dass die Lernenden auch aufstehen, das Aufstehen im Klassenraum sich bewegen, ist auch immer wichtig für den Unterricht. Wir wissen, wie lange können wir uns konzentrieren. Man sitzt eine Unterrichtseinheit, zwei Unterrichtseinheiten am Platz, ist es oft gut, wenn die Lernenden mal aufstehen können. Sprachschatten, in so einem Partnerspiel, morgens stehe ich um 6:30 Uhr auf. Aha, du stehst morgens um 6:30 Uhr auf. Oder aha, um 6:30 Uhr. Was wir, wenn wir uns mit Freunden unterhalten, wir signalisieren, dass wir zuhören. Sprachschatten, auch da nochmal diese Strukturen aufgreifen, danach kaufe ich ein. Aha, danach kaufst du ein. Dass wir zeigen dem Partner, ich höre zu, und bin aktiv. Textkaraoke, auch ein wichtiger Aspekt, auch zum Üben zu Hause, dass die Lernenden hören und nachsprechen. Also sie sprechen die Mund-und-Rolle. Auch ein wichtiger Aspekt. So, Übungen zur Automatisierung sind gekennzeichnet durch folgende Merkmale. Einmal eine hohe Wiederholungsrate, also die sprachlichen Muster werden oft verwendet. Also magst du Kaffee oder Tee? Möchtest du Orangensaft oder Apfelsaft? Und so weiter. Ein natürliches Sprechtempo, keine didaktische Verlangsamung. Also die Lernenden auf A1 wird es natürlich noch nicht ein muttersprachliches Sprechtempo sein, aber Ziel ist es, dass die Lernenden sozusagen ein natürliches Sprechtempo verwenden bei diesen Übungen, weil sie nicht lange nachdenken müssen. Dann übertragbare Muster. Man kann die sprachlichen Muster auch in anderen Kontexten verwenden. Nochmal dieses Ich trage gern, magst du und viele andere hast du Lust, also die in ganz vielen Kontexten verwendet werden können. Und Flüssigkeit vor Korrektheit. Es gibt keine Korrekturunterbrechungen. Die Lehrperson läuft natürlich rum und überprüft und unterstützt die Lernenden bei der Übung. Aber, ich habe es auch gemerkt, Fehler sind durch die Form der Vorgaben weitgehend ausgeschlossen. Ich weiß, Fehler können immer wieder passieren, aber die Übungen in Studio Express, die Automatisierungsübungen, sind so konstruiert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler gemacht werden, stark eingeschränkt ist. Ja, also nochmal, wir haben also Hören entwickeln, Phonetik, Wortschatz entwickeln, Übungen zur Automatisierung. So, wie Hermann Funk festgestellt hat, wir müssen versuchen, wenn wir die Entwicklung die Fertigkeit Sprechen trainieren wollen, dann müssen wir versuchen, auf einen angemessenen Anteil des Sprechens im Unterricht zu achten. Ja, und das stellt natürlich Anforderungen an die Lehrenden, weil sie müssen anregen, initiieren, steuern, kurz den Lernenden selbst einen aktiven Teil des Unterrichts übertragen. Und deswegen spielt natürlich in Studio auch aufgabenorientiertes Lernen eine wichtige Rolle. Im aufgabenorientierten Lernen, das wissen Sie ja, wird die Aufmerksamkeit der Lernenden weniger auf den Lernprozess als auf die Erfüllung realitätsnaher Aufgaben gelenkt. Also der Schwerpunkt liegt stärker auf dem Inhalt, weniger auf der Form. Und da gilt natürlich auch die Rückwärtsplanung. Ein gutes Lehrwerk muss natürlich auch die Aufgaben vorbereiten. Die Wörter müssen eingeführt werden, die die Lernenden für die Zielaufgabe benötigen. Die Grammatik, die erforderlich ist, muss natürlich auch vorher eingeführt und geübt werden. Aussprache unter Umständen.
Es gibt den Band, es gibt die Fortbildungs- und Reihe Deutsch lehren und lernen, Band 4, Aufgaben, Übung und Interaktion von Hermann Funk, Christina Kuhn und so weiter, wo dieses entnommen ist. So, und im Studio spielt eben diese Aufgabenorientierung eine zentrale Rolle. Hier sind ein paar Beispiele im Band A1, Smalltalk. Fragen Sie, was Ihre Partnerin, Ihr Partner gern isst, machen Sie Notizen und berichten Sie. Natürlich merken Sie, die Lernenden müssen jetzt natürlich schon einige Wörter zum Lebensmittel gelernt haben. Sie müssen Fragen stellen können, wie magst du oder isst du gern oder trinkst du gern, um dann Smalltalk zu üben. Aber eine Aufgabe, die auch sozusagen im echten Leben stattfindet, auf einer echten Party, es ist keine Übung, die nur im Unterricht stattfindet. Auch zum Schluss, Sie merken, ist das Schweinefleisch und so weiter. Ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch. Also die Aufgaben, die einen Sitz im Leben haben. So, ich merke schon, ich muss zum Schluss kommen. So, es gibt ein ganzes, also Aufgaben im Unterricht haben eine kommunikative Zielstellung, knüpfen an die Erfahrungswelt der Lernenden an, integrieren mehrere Fertigkeiten und, wie ich schon sagte, haben einen lebensweltlichen Bezug und natürlich auch wichtig sind in ihren Ergebnissen überprüfbar, weil das erwarten auch oft die Lernenden. Die Lerner haben manchmal das Gefühl, sie wollen im Unterricht nicht nur quatschen, sondern sind dazu da, um Deutsch zu lernen. Ja. So, und deswegen steht die Interaktionsorientierung im Studio Express im Mittelpunkt. Die Fertigkeit sprechen wird systematisch aufgebaut. Und zum Schluss nochmal auch ein Zitat, das ich von Hermann Funk habe. Und das finde ich sehr schön. Ich habe leider dieses Buch noch nicht gelesen, aber das Zitat finde ich so gut zum Schluss. Deutsch lernen ist kein Zuschauersport. Das wissen wir. Ja, die Lernenden müssen selbst aktiv werden, wenn sie und mit Deutsch sprechen, wenn sie Deutsch lernen wollen. Ja, vielen Dank für Ihre So, vielen Aufmerksamkeit. herzlichen Dank, Herr Weimann, für Ihren ausführlichen Einblick in das Lehrwerk Studio Express. Im Chat gibt es eine sehr schöne Diskussion über unterschiedliche Aspekte. Vor allem also was sehr, sehr detailliert und sehr, sehr häufig angemerkt wurde, beziehungsweise gefragt wurde, war der Umgang mit der Phonetik. Also wie gehe ich mit der Phonetik um? Genau, wir können uns auch gerne noch zwei Fragen anschauen. Also das, was ich am spannendsten finde, ist der Ansatz von Andrea Katja. Entschuldigung, oder doch, Andrea. Also ich bin nicht, mein Problem ist, ich bin nicht multitaskingfähig. Ich konnte Ja, die ist kein Kommentare jetzt Problem. nicht Und zwar, gleich lesen. Ja. sie sagt zu den Teilnehmerinnen immer, was sie fokussiert, ob die Korrektheit oder Flüssigkeit. Zum Beispiel, jetzt müsst ihr viel und schnell sprechen, vergesst die Grammatik oder jetzt verwendet ihr diese Struktur korrekt. Das heißt, sie legt unterschiedliche Schwerpunkte im Unterricht, was auch von den anderen jetzt Kolleginnen im Chat positiv wahrgenommen wird. Sekunde, ich gehe einfach nur rauf. Interessant. Vielleicht dazu, dieses Sprechen. Die Automatisierungsübungen sind eben dazu da, Erfolgserlebnisse zu schaffen. Die Lernenden können sehr schnell was sagen, was Bedeutungsvolles auch sagen. Und sie machen kaum Fehler oder keine Unfehler. Bei Aufgaben natürlich, die die Lernenden vorbereiten, auch Zeit brauchen, um die zu präsentieren, finden natürlich auch Fehler statt. Und da muss natürlich dann die Lehrperson dann überlegen, wie korrigiert wird. Aber während der Präsentation natürlich möglichst dann wenig. Zum Schluss natürlich muss, und deswegen sind Aufgaben auch sehr anstrengend für Lehrkräfte, weil sie sehr konzentriert auch zuhören müssen und überlegen müssen, wo greife ich ein, wo Ja, unterstütze ich also zum mich. Beispiel die Magdalena
Biesiadecka, Entschuldigung für die Aussprache, sage, also die Verbindung von Intonation und Grammatik finde ich super, zwei in einem. Und das ist, glaube ich, auch das, was in Ihrem Lehrwerk fokussiert wird. Also es wird nicht nur große Wert auf Grammatik gelegt, sondern es werden immer mehrere Aspekte gleichzeitig behandelt. Na, das ist auch das, was Sie mit dem Begriff Aufgabenorientierung so schön abdecken. Und ich glaube, das ist auch eine positive Entwicklung. So, unsere Zeit ist. Also nach Nation, diese Four Strands, er spricht ja von diesen Four Strands, bedeutungsvolle Inhalte, aktives Sprachhandeln, Fokus auf Flüssigkeit, Fokus auf Form. Fokus auf Form, also auch Grammatik, spielt natürlich auch im Studio eine Rolle, aber es geht letztendlich darum, die Fertigkeit, also die produktiven Fertigkeiten zu entwickeln, Grammatik also als Werkzeug, damit ich dann sprechen kann, aber natürlich auch lesen, Das flüssig hat auch auch die lesen. Nicole Winkel bestätigt. Also ich glaube, jeder kann es lesen. Also das Sprechen ist sozusagen im Vordergrund bei ihr. Und das Wichtigste bei ihr ist auch der Abbau von Angst vor dem Sprechen. Ne? Und, Genau, diese Angst vor Sprechen. Also sagen, ich versuche gerade zur Zeit wieder etwas Spanisch zu lernen und ich merke, wie schwer es ist, auch wenn die Lehrerin so eine Ministruktur wie Tafel schreibt, die wir einfach nur nachsprechen sollen und variieren sollen, wie anstrengend das ist. Es hängt vielleicht mit meinem Alter zusammen, aber wir merken, wenn wir wieder in dieser Situation sind, auf A1, A2-Ebene, was, wenn man Muttersprachler ist, sagt, es ist ja so banal, aber wie für die Lernen, was für Mühe wie viel Training sie brauchen, vielleicht nicht für Mühe sprechen, aber wie viel Training man braucht, ja, um das zu okay. können. Herr Weimann, vielen herzlichen Dank für Ihre Präsentation und für den Einblick in das Lehrwerk Studio Express.